Okay, fangen wir an. Also wie schon gesagt, mein Name ist Malte, ich arbeite in Frankfurt bei der Warmo Finanz AG und ich habe mir für 2018 gedacht, so mal ein paar mehr Vorträge halten, so das ist das eine Ding, was mir im Studium irgendwie Spaß gemacht hat, kann ich ja mal irgendwie versuchen, irgendwie ein bisschen mehr durchzuziehen und dachte so, dann fange ich am besten in Karlsruhe an, da kennt mich keiner und jetzt stehe ich hier, habe ein Mikro umgespannt und da laufen Kameras und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde. Aber ja, also und wir reden heute über Terraform. Bevor wir anfangen, eine Sache irgendwie, wenn ihr Fragen habt, stellt einfach Fragen. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie irgendwas ist unklar oder ich erzähle hier völligen Bockmist, so dann sagt's einfach. Ja? Können wir alle nur von profitieren und irgendwie davon leben diese Meetups ja auch irgendwie. Also was machen wir heute? Wir wollen im Grunde zwei Fragen beantworten. Was ist für Terraform und warum setzt Warmo auf Terraform? Ja. Ich muss einfach davon ausgehen, weil ich keinen von euch kenne, dass wir hier generell kein Wissen über Terraform haben. Ich habe es von einer Person schon gehört, dass es hier Leute gibt, die Terraform einsetzen. Also von daher, ja, wir fangen ganz vorne an. Wer hat denn Terraform schon mal gesehen? Gesehen? Wer, mal, können wir weiterführen? Wer hat es denn schon mal eingesetzt in Produktion? Okay. Gut, also bei zwei Personen bin ich mir nicht so ganz sicher, warum die hier sind, aber okay. Wir grillen ja auch noch, von daher. Ja, und wie gesagt, warum setzt Warmo Terraform ein? Also was ist Terraform? Habe ich gedacht, wie erklärt man das am besten? Am besten für mich war das, auf die Marketingseite von HashiCorp zu gehen, einfach mal einen Blick drauf zu werfen, auf die Features, die da angepriesen werden, um einfach mal zu gucken, ob das legitim ist. Und das ist auch genau das, was wir jetzt irgendwie versuchen zu machen. Ja, einfach mal gucken, was sind diese vier Features, die sie anpreisen und was taugen die? Also sind die irgendwie ein Mehrgewinn für uns? Also im Ops-Umfeld. Und wenn die Sachen geklärt sind, habe ich gedacht, okay, packe ich noch ein paar Sachen, ein paar Informationen rein, die jetzt irgendwie nach einem Jahr Terraform mir so aufgefallen sind, die man auf jeden Fall nicht außen vor lassen sollte. Die Features, die irgendwie auf der Homepage angepriesen sind, sind dann irgendwie Infrastructure as Code. Klar, das ist jetzt irgendwie kein Feature von Terraform, sondern das ist eher so eine Worthülse. Und ich dachte mir, okay, Um das so mal ein bisschen zu zeigen, was es im Terraform-Kontext heißt, irgendwie Infrastructure as Code zu machen, habe ich gedacht, schreiben wir einfach irgendwie mal so ein bisschen also Terraform-Code. Jetzt muss ich den Shortcut hier hinkriegen. Cool, okay. Und im Grunde habe ich irgendwie eine ganz einfache, simple Sache vorbereitet. Also es ist, wir fahren eine VM hoch und wir fahren also hängen dann diese VM zwei DNS-Einträge an. So, und das ist irgendwie so ein grundlegendes Setup, was man immer mal wieder trifft in der IT. Habe ich gedacht, so, das ist vielleicht irgendwie kein schlechtes Beispiel. Was wir hier sehen, ist im Endeffekt, also das ist hier ein Verzeichnis, da ist nichts drin außer einer Datei, die heißt main.tf. Main ist hier vollkommen irrelevant, was da vorne steht, vor dem Dateinamen, also der vordere Teil der Datei. Es kommt im Grunde nur darauf an, dass wir irgendwie hinten .tf dran haben, damit Terraform mit dieser Datei irgendwas anfangen kann oder sich überhaupt anschaut. Und was wir hier in dieser Datei haben, sind, um Gottes Willen, im Grunde fünf Blöcke. Also wir haben oben eine Variable, wir haben drei Ressourcen und unten noch so ein Data-Block. Gehen wir jetzt einfach mal kurz drauf ein. Variablen-Deklaration, oh Gott, das ist halt oben. Also da oben, so sehen Variablen-Deklarationen in Terraform aus. Ist jetzt nicht das Schönste, aber kann man sich dran gewöhnen. Was hier steht, ist im Grunde, wir deklarieren eine Variable-Name. Und per Default hat sie den Wert foo. Ja, wenn wir das Default weglassen, fragt Terraform beim ersten Ausführen, was in dieser Variable drin stehen soll. Wir haben es jetzt einfach schon irgendwie vorweggenommen. Als nächstes kommt dann irgendwie so eine Ressource, die wirklich auch was macht in Terraform. Ja. Also es fängt an mit einem Keyword Resource. Damit geben wir quasi den Indikator an Terraform. So, pass mal auf, das, was jetzt kommt, ist wirklich eine Ressource, die wir irgendwie verwalten wollen. Danach kommt ein Resource Identifier. Das ist in dem Fall DigitalOcean Droplet. Ich habe jetzt DigitalOcean genommen, weil ich da einen Account habe. So, das hat irgendwie keinen tieferen Sinn. Jetzt irgendwie, also ihr müsst nicht, gibt es irgendwie viele Anbieter, DigitalOcean ist einer. Diese Resource Identifier bauen sich immer gleich auf. Ja, also vorne steht irgendwie der Provider, also der Anbieter in dem Fall. Das ist DigitalOcean, ein Unterstrich und dann irgendwas, was diese Ressource beschreibt. Ja, in dem Fall ist es ein Droplet. Droplet ist bei DigitalOcean synonym zu einer virtuellen Maschine zu verwenden. Ist im Grunde das Gleiche. Und am Ende kommt halt noch ein kleiner Identifier, der es uns ermöglicht, irgendwie später Referenzen auf diese Ressource irgendwie zuzulassen. Ja. Kommen wir auch gleich noch zu. Diese ganzen Ressource geben wir jetzt noch ein paar Argumente mit. Also Name irgendwie ist das, was in der Variable steht. Image ist ein Ubuntu. Ja. Region ist FRA 1, weil Frankfurt und so. Size ist 512 MB. Das ist Notation von DigitalOcean. Ja. Also das hat nichts mit Terraform zu tun. Wer DigitalOcean nicht kennt, die
geben ihre Größen der virtuellen Maschinen in 512 MB, 1 GB und so weiter an. Und 512 ist einfach das Kleinste, so ist, um meine Kreditkarte zu schonen. IPv6 wollen wir auch haben und dann geben wir noch ein bisschen User Data ran. Das ist im Endeffekt einfach nur eine Datei, die auf meiner Festplatte liegt. Das ist dieser Block hier unten, wo wir quasi diese Datei laden. Da haben wir wieder, wir haben hier so ein Keyword, in dem Fall Data, und das benutzen wir quasi immer, wenn wir Daten beschaffen wollen innerhalb von Terraform. Ja, also wenn wir irgendwas aus der Infrastruktur an Informationen holen wollen oder wenn wir in dem Fall einfach eine Datei laden wollen. Ja, die liegt halt irgendwo, keine Ahnung, ein Verzeichnis drüber, Cloud Init Service HTTP. Also es ist im Endeffekt einfach nur ein HTTP-Service. In diesem Block lädt quasi Terraform die Datei und hier oben ist die Notation, wie ich diesen Inhalt quasi an User Data weitergebe. Ja, also muss man sich einfach merken. Im Falle, wenn es irgendwas ist, was mit Data zusammenhängt, gibt es dann noch irgendwie diesen Prefix Data. Im Normalfall fällt der dann normalerweise weg. Das sehen wir jetzt hier bei der nächsten Ressource, ein dnSimple Record. dnSimple ist wieder der Anbieter von dem DNS. Ja, da liegen meine Domains, deswegen habe ich das genommen. Und danach kommt per Unterstrich getrennt der Record. Ja, das ist also ein Record ist ein DNS-Record. So, der Identifier hinten, keine Ahnung, ich habe ihn jetzt versucht, so ein bisschen sprechend zu machen. Ja, also es ist irgendwie ein DNS-Record, der auf die VM zeugt und irgendwie mit Unterstrich ist ein A-Record. Unten drunter sehen wir irgendwie, da wird das Gleiche hier angelegt mit einem Quad-A-Record. Ja, also das ist einfach nur der Identifier, der es uns ermöglicht, Referenzen auf diese Ressourcen zuzulassen. Domain ist W9F, weil das irgendwie eine meiner Domains ist. Name für diese Domain ist dann in dem Fall auch Foo, genauso wie ganz oben per Variable deklariert. Und hier kommt dann das erste Mal so eine Referenz auf eine andere Ressource, die keine Data-Ressource ist. Und hier wollten wir, also normalerweise wird man ein Value, trägt man halt die IP-Adresse ein von dem Host. Ja. Das wollen wir jetzt natürlich nicht immer machen, wenn sich der Host irgendwie wieder eine neue IP-Adresse bekommt, weil, warum? Also das soll gefälligst Terraform machen. In dem Fall geben wir dann quasi hier diese Notation an, also Dollar, geschweifte Klammer, DigitalOcean Droplet, das ist irgendwie dieser Resource-Identifier, der oben steht, dann der eigene Identifier, ja, damit irgendwie auch diese Referenz zu der VM oben hergestellt werden kann und dann IPv4-Adress. Ja. Das ist eins von diesen Feldern, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die nach dem Erstellen einer Ressource zur Verfügung stellen, ja, also stehen. Im Moment weiß Terraform von dieser Ressource noch nichts, aber sobald wir diese VM angelegt haben, weiß dann Terraform auch, dass da eine IPv4-Adresse verfügbar ist. So, und das geht hier weiter. Also hier ist noch ein Quad-A-Record für IPv6 und unten, wie gesagt, dieses Template-File. Wenn wir das jetzt einfach mal ausführen, beziehungsweise in Terraform Apply machen, wird Terraform erstmal meckern. Ja, also sagt uns hier, okay, also das ist jetzt, ich habe einfach nur Terraform installiert. In dem Verzeichnis ist auch nichts anderes drin, außer halt irgendwie diese eine Datei. Was Terraform jetzt zum Laufen braucht, sind noch Plugins. Die einzelnen Provider, die irgendwie Funktionalität mitgeben ich versuche mir leise zu trinken, wie in diesem Mikro. Ja, das Einzige, was quasi mitkommt mit Terraform, ist die Logik, diese Dateien zu lesen und irgendwie zu interpretieren, was da drin steht. Die wirklichen Plugins, die einzelnen Anbieter ansprechen, die sind da noch nicht dabei. Die laden wir jetzt einfach irgendwie mit Terraform Init runter. Ja, also das ist so irgendwie diese eine Runtime-Dependency, neues Netzwerk, die irgendwie bei Terraform vorherrscht. Ja, also es ist glücklicherweise irgendwie nicht so, dass wir wie bei Python irgendwie eine Umgebung aktivieren müssen. Gerne. Bis Version 9.9 oder 0.9.9 ja. Irgendwas gab es ja einen ganzen Haufen Provider und dann gab es, okay, jetzt kommt ein großer Rewrite, was Provider angeht. Und genau. Das ist vielleicht ein Punkt, wo man Nö, ach Quatsch. Ey, ist ein guter Punkt. Also es ist, was ihr hier seht, ist quasi die einzelnen Provider, die runtergeladen wurden. Ja, also wir haben irgendwie was bei DigitalOcean benutzt, wir haben was bei dnSimple benutzt und wir haben ein Template benutzt. Ja, hier hinten seht ihr die Versionsnummern. Merkt euch diese Versionsnummern. 0.1, das ist sprechend. Ich sag's nur. Kommen wir später noch darauf zu sprechen. Und die können wir natürlich auch hart kodieren. Also wir können sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwo Terraform am Laufen haben, dann lad bitte nur diese eine Version runter. Also wir hatten es jetzt gerade letztens, da gab es ein Update von so einer Version und auf meinem Notebook hatten wir halt nicht irgendwie festgesetzt, so dass diese Version runtergeladen werden sollte, irgendwie 1.9 irgendwas oder so. Und dann hast du auf einmal Veränderungen in deiner Infrastruktur, die du halt nicht erwartest. So, ja, und ist in dem Fall dann nicht so wirklich angenehm. Also wir haben jetzt einen Terraform Init gemacht. In dem Fall hat er dann einfach irgendwie, also das können wir uns mal angucken, der hat hier ein Verzeichnis erstellt, das heißt .terraform und da liegt ganz viel Zeug drin. Also da liegen dann irgendwie irgendwelche Binaries drin, auch alles in Go geschrieben.
also wie auch Terraform, glaube ich, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Terraform ist in Go geschrieben, also fällt dann irgendwann so ein statisch gelinktes Binary raus. Das ist dann doch auch irgendwie in der Ops-Welt ganz angenehm, wenn man mal nichts hat, wo man das ganze Internet runterladen muss, damit es läuft. So, genau, dieses Verzeichnis ist da und jetzt sollte der Terraform Apply auch funktionieren. Wir klicken jetzt einfach mal hier Yes. Was genau da passiert? Oh, um Gottes Willen, ey. Das war die Firewall, Entschuldigung. Firewall. So, machen wir hier einfach mal weiter. Ja, also das war irgendwie Infrastructure as Code im Kontext von Terraform. So sieht Code aus, wenn ich ihn schreibe. Da gibt es natürlich noch viele andere Features. Also ich glaube, du hattest vorhin Module genannt. Ja, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, wäre die Geschichte mit es gibt JSON, es gibt HCL. Oh, das ist ein guter Punkt, ja, vielen Dank, ja, genau. Ja, also im für Terraform der Code, der geschrieben wird, Entschuldigung, die Sprache, die wir jetzt gerade gesehen haben, das war HCL. Ja, also das ist eine HashiCorp-Eigenentwicklung, weil sie gesagt haben, okay, irgendwie wir brauchen irgendwas, wo der Einstieg für den neuen Benutzer irgendwie leichter ist, ja, als irgendwie JSON zu schreiben oder YAML, wo viele Leute sich dann immer fragen, so, okay, habe ich jetzt ein Array definiert oder ist es einfach nur noch eine Hash, die da drunter liegt oder so? Und ja, HashiCorp hat halt gesagt, wir schreiben einfach was, was irgendwie maschinenlesbar ist, aber trotzdem für den Menschen auch noch angenehm zu lesen ist. In dem Fall ist dann HCL da rausgekommen. Na, jetzt ist das hier neben schon fertig, das solltet ihr noch gar nicht sehen. So, machen wir hier weiter. Also, Infrastructure as Code. Anmerkung bis hierhin? Okay. Oh, leise getrunken. Das nächste Ding, was meiner Meinung nach wirklich ein richtig gutes Feature ist, also das hat mir schon so oft den Hintern gerettet bei der Arbeit, ist der Execution Plan. Ja, also man hat nicht nur die Möglichkeit, irgendwie den Code, den man geschrieben hat, gegen irgendwie einen Anbieter anzuwenden, sondern man kann auch sagen, irgendwie, gehen wir mal folgendes Szenario, habt ihr eure Infrastruktur schon mit Terraform gemanagt, ihr habt unglaublich viele Ressourcen in der Infrastruktur und ändert dann irgendeine Kleinigkeit. Und dann wollt ihr natürlich erstmal gucken, was sind die Implikationen von dieser Änderung? Ja? Also was würde passieren, wenn ich das jetzt ausführe? Und dafür gibt es den Terraform-Plan-Befehl. So, und das ist jetzt die Ausgabe, die wir quasi eben gesehen haben, als ich Terraform-Apply eingegeben habe. Da gibt es im Grunde die gleiche Ausgabe, nur da kann man unten noch Yes klicken. So, und dann wird es halt ausgeführt. Hier sieht man jetzt quasi nur, also ich habe die DNS-Einträge mal weggeschnitten und dieses User-Data, dieses Cloud-Init, das ist irgendwie hässlich, das muss man hier nicht sehen, das ja, lenkt nur ab. Was wir hier jetzt sehen, ist quasi Terraform ermittelt irgendwie das Delta von dem, was in der Infrastruktur schon verfügbar ist und dem, was wir in unserem Code definiert haben und zeigt uns dann quasi das an, was es machen würde daraufhin. Ja, und hier sieht es ja irgendwie Execution Plan has been generated, bla bla bla. Alles, was ein Plus dran hat, würde Terraform erstellen. In dem Fall ist es dann halt die VM. Ja, es gibt hier sind die ganzen Felder, die später irgendwie, falls die VM erstellt werden würde, auch verfügbar sind. Ja, also auf diese ganzen Informationen können wir zugreifen. Unter anderem IPv4-Adresse und IPv6-Adresse. Dieses Computer, also weil normalerweise denkt man, okay, wenn man das erste Mal das Ding sieht, muss ich da jetzt Disk-IDs eintragen oder was weiß ich, oder IP-Adressen oder irgendwas? Nee, das Ding, also solange man irgendwie, sag ich mal, mit den Standards, mit den Defaults leben kann, kann man sagen, okay, mach selber, interessiert mich nicht, tu es einfach. Ja, weiß ich jetzt nicht, was du mit, was genommen hast. Bei Disk-ID-Computer. Ja, interessiert mich auch nicht, habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Also ja, okay, gut, hätte man wählen können, klar, gut. Ja, ja. Wenn ein Snapshot referenzieren will, den man irgendwie vor einer Stunde angelegt hat, dann muss man da was eintragen. Ja, 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 das ist, ja, stimmt wohl, ja, das ist natürlich vollkommen korrekt. Also, was wir hier sehen, die Felder, die schon ausgefüllt sind, sind entweder Felder, die wir jetzt explizit ausgefüllt haben, eben in unserem Code. Ich habe es versucht, dass es ungefähr so aussieht, wie es eben auch irgendwie in dem Code aussah. Gibt es dann irgendwie, ich glaube, ein Feld gab es noch hier, Resize Disk irgendwie, das ist per Default true. Also das wurde auch schon gesetzt. Die ganzen restlichen Felder werden erst gesetzt, wenn die VM verfügbar ist. Und bis dahin steht da halt noch computed. Der Punkt von diesem Resource Graph ist, um es nochmal zu sagen, irgendwie Änderungen, die ihr in eurem Code macht, könnt ihr euch vorher anzeigen lassen, was das in eurer Infrastruktur für Auswirkungen haben würde. Ja, und das ist halt echt grandios, weil, also, stellt euch den Fall vor, also ich habe letztens irgendwie, keine Ahnung, du änderst eine winzig kleine Sache und du denkst, oh, da passiert nicht viel, da kann nicht viel passieren. Sondern dann machst du einen Terraform-Plan und er sagt so, okay, 36 Ressourcen würde ich wegschmeißen, 4 würde ich neu anlegen und eine umbenennen. So, und du denkst, what fuck? Ja, also, was ist das denn? Also, ja, und... Ja, ja, genau. Ja, oder zack, ist auch mal ruckzuck ein Load Balancer dabei. Und so, und das wird dann halt echt unschön. So. Und das sind Sachen, die dir im Webinterface irgendwie keiner sagt. Ja? Also wenn du Glück hast, kommt dann irgendwo eine Fehlermeldung oder so. Aber ja, also das ist echt meiner Meinung nach ein echt gutes Feature, also dieser Execution Plan. Der Resource Graph
ist das nächste Feature, was auf der Homepage auch beworben wird. Das ist im Endeffekt eine schöne Umschreibung für irgendwie, dass diese Sprache deklarativ irgendwie interpretiert wird. Ja, also es ist irgendwie nicht so, die Reihenfolge, in der wir unsere Ressourcen angeben, ist vollkommen irrelevant. Ja, es geht nur darum, dass das irgendwie ein gesundes Konzept ist, dass das alles zusammenhängt und funktioniert. Ja, den Rest, in welcher Reihenfolge die VM angelegt wird und danach der DNS-Eintrag oder irgendwie, das macht Terraform intern, beziehungsweise die Anbieter, die Provider. Ja, genau. Ja. Ja, was da irgendwie auch noch mitkommt, also das ist irgendwie mal so ein Bild, irgendwie, wenn man Terraform Graph eingibt, ploppt da so eine Datei im Dot-Format raus. Wenn man das visualisiert, dann sieht das so aus. Keine Ahnung, habe ich noch nie gebraucht. Also einmal habe ich es gebraucht, als ich das Feature kennengelernt habe. Was habe ich es nicht gebraucht, aber habe ich es mir angeguckt. Und jetzt halt hier für den Vortrag so. Und dann sieht man auch irgendwie, okay, da schwirren irgendwo diese Ressourcen drin herum, die wir eben in unserem Code hatten. Ja, also hier jetzt in diesen quadratischen Blöcken. Und das letzte ist irgendwie Change Automation. Meiner Meinung nach ist das nicht wirklich ein Feature, sondern eher eine Worthülse. Um die so ein bisschen zu verstehen, clustern wir das kurz. Wir haben Infrastructure as Code. Ja, das ist echt was wir liefern müssen. Das bringt Terraform nicht mit. So, damit kann es umgehen, aber das müssen wir liefern. Dann haben wir zwei Features, die in Terraform drin sind. Der Execution Plan, der Resource Graph. Und wenn wir die irgendwie zusammennehmen, dann haben wir irgendwas, was man Change Automation nennen können. Also worauf die hinaus wollen, ist einfach die Ansage, pass mal auf, wenn du das in ein Webinterface reinklickst, dann machst du echt viele Fehler. Ja? Also stellt euch vor, ihr geht aus einem Meeting raus, neues Projekt besprochen, okay, wir brauchen 50 VMs, die stehen auf eurem Zettel und ihr müsst die irgendwie in ein Webinterface reintippen. So, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja? Also da passieren so viele Fehler. Nach zwei Hosts hätte ich keine Lust mehr, dann gebe ich das irgendwie dem Praktikanten oder dem Azubi und dann passieren noch mehr Fehler. Ja? Also das wird auf Dauer nicht gut. So, und das, bitte? Ja, das nennt man Admin. Okay, gut. Ja, also ich versuche es irgendwie zu eliminieren, wo es so geht, irgendwie Interaktion mit Webinterfacen irgendwie die maximal so read-only zu nennen. Ja, wow! Der Kicker hat jetzt ein bisschen gefehlt, aber egal. Du hast so viel reingeredet hier vorne. Also mal ganz ehrlich, diese Features, die zwei, der Execution Plan, der Resource Graph, die machen die Arbeit unglaublich leicht. Ja? Also ich muss mir keine Gedanken machen. So, und das ist halt das, was ich meine, so irgendwie, Terraform hat halt echt schon Hand und Fuß. Also meiner Meinung nach sind ein Großteil der Features, also Infrastructure as Code, ist nicht wirklich ein Feature von Terraform, aber die zwei Features in der Mitte, die sind ausschlaggebend hier, ja? Die machen es wirklich wett. So, jetzt gibt es aber noch so eine andere Komponente oder irgendwie mehrere Sachen, die irgendwie vielleicht nicht so ganz erwähnt werden auf der Homepage, beziehungsweise die man erst so rausfindet, wenn man mal auf die Nase gefallen ist oder wenn man, ja, keine Ahnung, mal ein bisschen länger damit gearbeitet hat, vielleicht. Ja, und zwar, also wenn wir uns dieses Bild anschauen, sind bisher die Komponenten, die wir kennengelernt haben. Ja, wir haben irgendwie unseren Code auf der einen Seite, wir haben Terraform, Terraform liest diesen Code, schreibt diesen Code aber nie. Also es würde, sofern wir nicht irgendwie Terraform FMT gibt es noch als Befehl, dann würde die Datei irgendwie einfach syntaktisch überprüfen und sagen, würde einen Fehler ausgeben, wenn es falsch ist, beziehungsweise, keine Ahnung, ich habe das in meinem Editor mit drin, also wenn ich die Datei speichere, dann wird automatisch die Datei ins richtige Format, also in Referenzformat gebracht einfach. Also so ein Formatting-Tool einfach. Aber ansonsten würde Terraform diesen Code niemals anpacken. Wenn wir dann jetzt uns vorstellen, wir haben nur Terraform und wir haben nur diesen Code, woher soll der Terraform denn wissen, welche Ressourcen irgendwie in meiner Infrastruktur irgendwie mit meinem Code übereinstimmen? Ja, also wo wird diese Referenz gezogen? Und da kommen dann State-Files ins Spiel. Ja. Und die sind wichtig. Die braucht man und auf die muss man aufpassen, weil je größer eure Infrastruktur wird, desto wichtiger wird dieses State-File. Und wenn das mal weg ist, dann weiß Terraform nichts mehr über eure Infrastruktur. Und dann ist im Grunde müsst ihr dann bei Null anfangen. Also dann könnt ihr entweder die Infrastruktur leer machen oder einen Import machen. Klar, das funktioniert so lange gut, wie man irgendwie 5 Ressourcen hat. Ja, keine Ahnung, bei mehr wird es dann schon anstrengend. Also man muss immer wieder gucken, wie ist der Importbefehl, welche Referenz muss ich irgendwie angeben und so. Das ist grausam. Ja? Also, aber ja, die Möglichkeit gibt es. Also man kann Ressourcen, also man kann bestehende Infrastruktur auch einfach in den Code importieren, beziehungsweise in das State-File, ja, damit man irgendwie. Ja, es kommt, also die Frage war, wie gut funktioniert das, wenn man nicht bei AWS ist? Um Gottes Willen, zum Glück hältst du das bei ihm nicht hoch. Entschuldigung. Also, das war überhaupt nicht negativ gemeint, aber es sind viele Fragen. Es war überhaupt nicht negativ gemeint. Ja, also das kommt natürlich auf den Anbieter an. Also ich habe gleich noch eine Liste irgendwie mit irgendwie allen Anbietern und es sind halt viele. Also du kannst auch nicht alle Ressourcen importieren. Ja, also es funktioniert einfach nicht bei allen. Die Funktionalität ist nicht da.
Das kommt immer dann, es kommt drauf an. Tut mir leid. Also bessere Antwort kannst du nicht geben. Auch bei AWS. Also bei AWS habe ich jetzt bisher noch nichts, also ich habe noch nicht viele importiert, aber ich habe zumindest noch keine gesehen, die nicht importierbar sind. Von den zwei, die ich importiert habe. Ja, also tut mir leid. Okay. Also man kann viele importieren. Ja, man gut. Hat AWS wahrscheinlich der bestgepflegte Provider. Ja, genau. Das ist irgendwie jetzt mittlerweile auch dann das, was ich irgendwie ja, für mich entdeckt habe. Locking, großes Ding. Also ja, also stellt euch vor, irgendwie, ja, bitte. Schritt zurück mal kurz. Ja, natürlich. Also was ist dann das? Dieses Date-File ist wichtig. Ja. Wie kann ich das in einem Team benutzen, wenn das ein File ist? Ja, vollkommen korrekt. Ich habe einen Teil einfach vergessen und bin weitergegangen. Oh, Entschuldigung, wie kann ich mit dem State-File umgehen, um die ganze Sache auch in einem Team zu benutzen für das Internet? Die Sache ist folgende, also wie, das kommt immer drauf an, wo du bist. Also ich kann dir jetzt nicht die allumfassende Lösung geben. Ich meine, also wir benutzen AWS mittlerweile. Wir haben die Infrastruktur bei AWS und dann kannst du die State-Files in ein S3-Bucket packen. So, dann haben wir irgendwie so einen verschlüsselten, versionierten S3-Bucket und da liegen unsere State-Files drin. Ja, damit, falls mal irgendwas passieren sollte, falls mal eins explodiert, dann kannst du in kleinen Iterationen wieder zurückgehen und gucken irgendwie, dass du das da wieder reinkriegst. Wie es bei anderen Anbietern ist, vielleicht. Ja, aber wo passiert das Backup? Also wo? Soll es zwar per HTTP irgendwo hin. Ja. Okay, also, ja, ist richtig. Ob das so irgendwie was ist, was ich tagtäglich einsetzen will. Um Gottes Willen, also. Ja, also was man noch dazu sagen sollte, in dem State-File steht wirklich alles drin. Also alles, was du irgendwie in einem Code definierst, also auch deine Cloud-Init-Dateien, wenn du in einem Cloud-Init irgendwo Passwörter drin hast, dann stehen die in diesem State-File drin. Ja, also muss man vorsichtig sein, was man da reinpackt und wo man die safe speichert. Also der Punkt, dass Terraform Enterprise, das ist genau der Punkt, wo es sich unterscheidet. Ach ja. Ja. Okay. Weil das Handling vom State-File, das wird halt bei Terraform Enterprise anders gemacht. Okay. Also wir haben gerade gehört, dass Terraform Enterprise es uns ermöglicht, das State-File sicher abzulegen. Sagen Sie. Cool, okay. Kann ich das State-File verschlüsseln? Wenn du sagst, es liegt alles im Klartext drin, Boah, das ist eine sehr gute Frage. Kann man das State-File verschlüsseln, wurde ich gerade gefragt? Also HashiCorp-Vault meinst du? Ja, okay. Und da kann man auch sein State-File vorhalten? Also ist das quasi die Möglichkeit... 100% als Backend für Terraform benutzen. Okay. Wow. Ja. Das ist natürlich interessant. Also ja, dann hast du die Antwort. Also State-File in Terraform in Vault ablegen, wäre dann ja irgendwie so die Go-To-Lösung eigentlich. Müssen wir noch mal überdenken. Ja. Also die Secrets davon, man will nicht das komplette Stack frei. Okay. Ja. Naja, gut, aber wie ach, um Gottes Willen. Okay, das nächste Thema ist Locking. Ja, also wir hatten es eben schon. Wir müssen ja irgendwie, also die Frage war, wie man mit State-Files im Team umgeht jetzt eben und Locking ist auch so ein Problem, was man braucht, wenn man halt mit einem Team arbeitet und da spielt das halt genau rein. Ich kann jetzt nur für uns sprechen, wir sind bei AWS mit unserer Infrastruktur, wir benutzen da DynamoDB. Ja, das ist irgendwie, ist mittlerweile in Terraform drin, wir haben irgendwie am Anfang, hatten wir noch so ein anderes Tool obendrauf, oder also das haben wir immer noch, TerraGrunt nennt sich das, das hat dir die Möglichkeit gegeben, quasi so einen Locking-Mechanismus mit einzubauen. Das heißt, bevor du den State ausführst, bevor du einen Terraform-Apply wirklich ausführst, geht Terraform in deiner DB, legt einfach nur einen Eintrag an. Pass mal auf, hier in diesem State-File arbeite ich jetzt gerade, lädt sich dann das State-File runter, macht, was es will und im Nachhinein wird dann das Log wieder entfernt. Ja. Also ich kann dir leider nicht sagen, wie es außerhalb von AWS aussieht. Ich kann mir fest vorstellen, dass es eine Alternative für gibt. Ja, Vault. Oder Jenkins. Also um es automatisiert auszuführen. Okay, und gar nicht erst irgendwie in diesem manuellen Workflow. Auch interessant, ja, natürlich, klar. Ja, okay. Ja, Plugin-Qualität. Haben wir vorhin schon drüber kurz gesprochen. Je nachdem, also das ist die Liste an Anbietern, ja, die irgendwie mitkommt bei Terraform. Das sind die Anbieter, mit denen ich irgendwie, die ich irgendwie
konfigurieren kann. Also ich meine, ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Es ist echt viel Zeug. Irgendwie, da ist irgendwie dabei GitLab, Grafana, Isinger 2, Kubernetes, MySQL, PostgreSQL. Ja, also Standarddatenbanken kann ich damit konfigurieren. Ich kann irgendwie kann sagen, leg mir bitte folgende Datenbanken an oder sonstiges. Vault ist dabei, AWS natürlich, DigitalOcean und die ganzen Sachen, die man halt irgendwie im Internet so findet. Noch dazu gibt es dann irgendwie hier unten so die, also es ist ein Screenshot von der Homepage, ja, also nicht, dass ihr glaubt, ich habe das selber. Gibt noch Community Provider, was auch immer das heißen mag. Also wenn ihr irgendwie Bleeding Edge sein wollt und irgendwie Sachen unterstützen wollt, die irgendjemand anderes zusammengehackt hat, dann ist das wahrscheinlich der Weg. So, warum setzt Warmo jetzt auf Terraform? Dafür, um diese Frage zu klären, würde ich gerne so ein bisschen zurückgehen. Also wir haben vor einem Jahr ungefähr angefangen, mit Terraform zu arbeiten, und vor einem Jahr sah unsere Infrastruktur ungefähr so aus. Ja, also da müssen wir uns ganz gar nicht groß mit beschäftigen. So, also wichtig ist der Teil in der Mitte. Ja, also wir waren Managed Hosting-Kunde und wir sind irgendwie, keine Ahnung, waren für ein Jahr irgendwie Managed Hosting-Kunde. Also wir sind von zwei physikalischen Servern zu Managed Hosting gegangen, weil wir irgendwie Mandantenfähigkeit auf Infrastrukturebene irgendwie implementieren wollten. Ich selber war noch Werkstudent zu der Zeit, nur 20 Stunden da. Da baust du das nicht mehr irgendwie auf. Ja, also wenn ich dann irgendwie in die LV muss, dann steht das oder so. Ja, das ist ja kein Weg, den du gehen kannst. Also sind wir den Weg des Managed Hosting gegangen und da wurde dann, haben wir zusammen mit dem Partner halt irgendwie diese Infrastruktur aufgebaut. Ist ja auch im Grunde alles egal. Was wichtig ist, also wir haben irgendwie eine PostgreSQL, eine Mail Relay und einen Load Balancer. Ja, das ist jetzt irgendwie kein abgefahrenes Zeug. Was aber auffällt, ist irgendwie, dass alle Mandanten, die hier irgendwie angelegt sind, ja, also wir haben drei Mandanten, irgendwie Warmo und noch zwei andere, und alle Mandanten greifen auf die gleiche Datenbank zu. Ja, also wir haben gedacht, okay, wenn wir migrieren, so, dann soll das was sein, was auch irgendwie dann wegkommt. So. Also wir wollen pro Mandanten irgendwie eine Datenbank haben. Wir wollen pro Mandanten ein Mail Relay und einen Load Balancer haben, damit irgendwie die Trennung von diesen Mandanten einfach noch größer wird. Ja. Was wir in der Mitte sehen, sind im Grunde die drei Mandanten hier, rot, blau und grün, in den weißen Kisten, die sollen VMs widerspiegeln. Also jede VM hat irgendwie drei Services und die oberen sind hochverfügbar und die anderen nicht so, weil die werden einfach nicht hochverfügbar benötigt. Und je nach Mandant unterscheidet sich einfach nur die Anzahl der Services. So, was wir uns gedacht haben war, okay, so diese Microservice Best Practices, irgendwie ein Service pro VM, ja, irgendwie ist abgehangen, aber es funktioniert. So, davon können wir ausgehen. Wir hatten keine Zeit, irgendwie groß Kubernetes zu lernen. Ja, das ist auch nichts, wo du deine produktive Plattform betreiben willst, wenn du irgendwie keine Ahnung davon hast. Und ja, wir mussten halt irgendwie gewisse SLAs erfüllen. So, also was haben wir uns gedacht? Also die Anforderung habe ich jetzt gerade genannt, gell? Also irgendwie ein Service pro Host. Jeder Mandant soll seine eigene Datenbank kriegen und so weiter. Die Implikationen daraus, die sich daraus ergeben, sind ja irgendwie so, du hast Infrastruktur, die an allen Ecken und Kanten gleich aussieht. Ja, also du hast irgendwie drei, also N-Mandanten, bei uns im Fall sind es drei, aber die sehen halt identisch aus. So, da passiert nicht viel. Der einzige Unterschied ist irgendwie so, dass du halt ja, verschiedene VM-Größen hast vielleicht oder unterschiedliche Datenbankgrößen, aber ansonsten halt nicht viel. So, und zu der Zeit war es noch nicht klar, dass wir zu AWS gehen können, einfach aus rechtlichen Gründen. So, und dann haben wir uns halt irgendwie OpenStack angeguckt und keine Ahnung, ja, klickst dich in OpenStack rein und kriegst du halt so ein Bild und ich weiß nicht, also bei uns sind es irgendwie 50 bis 100 Hosts, die möchte ich nicht in so einem Webinterface zusammenklicken. Ja, da war schon so der Ansatz da, okay, wir müssen irgendwie eine Alternative finden. Wir haben zu Managed Hosting-Zeiten viel Ansible eingesetzt, deswegen habe ich das mal mit Ansible so ein bisschen probiert. Aber das war dann auch nicht so toll, ja, weil also dieses gerade irgendwie dieser Resource Graph, dieses Feature von Terraform, das fehlt da einfach. Ja. Also ich muss mich selber darum kümmern, in welcher Reihenfolge meine Komponenten ich anzulegen habe. Und das möchte ich gar nicht. Ja. Also die Logik möchte ich nicht neu erfinden. So, das haben andere gemacht und die sind sicherlich besser auf dem Gebiet als ich. So, keine Ahnung, bei DigitalOcean sieht es genauso aus. Ja? Also ich meine, da habe ich unten noch einen Button irgendwie, keine Ahnung, wie viel von diesen VMs möchtest du anlegen. Aber auch hier, ich möchte eigentlich gar kein Webinterface mehr bedienen. So, ja? Und dann hier irgendwie der Endgegner, irgendwie AWS. Das ist halt... Ja, also ich meine, ihr lacht jetzt, aber also ich meine, das ist, also... Also ich sage eher Endgegner OpenStack. Das Dilemma am OpenStack ist das Ökosystem so breit, dass du zwar irgendwie, was weiß ich, die sagen zwar alle, wir sind OpenStack, ja, aber du kannst dich mit demselben Provider dagegen legen. Das ist vollkommen korrekt, ja. Wir hatten irgendwie zu der Zeit zwei OpenStack-Anbieter irgendwie zur Wahl, also zwei deutsche Hoster, die irgendwie uns OpenStack-Lösungen ans Bein gegeben haben und gesagt, so hier könnt ihr spielen, könnt ihr ausprobieren. Oh Gott, Entschuldigung.
Haben wir gemacht und ja, was sich halt unterscheidet, ist erstens das Webinterface und zweitens irgendwie völlig unterschiedliche Versionsstände. Die Services, die sie on top bieten, sind teilweise da, teilweise nicht da. Es ist echt schwierig, dann mit sowas zu arbeiten. Terraform nicht zwingt, dass er nur, sag ich mal, eine Ressource nach der anderen ausführt, sondern die meisten OpenStack-Provider einfach um. Das, ja, also, ja, also in so einem VMware-Integrated OpenStack braucht man nicht versuchen, irgendwas parallel drei VMs anzulegen. Das geht einfach nicht. Okay, habe ich nie probiert. Also, ich kann nur meine Erfahrung wiedergeben, so, und mit OpenStack war sie einfach vor einem Jahr. Ich weiß nicht, wie es heute mit OpenStack ist, mit dem Terraform Provider, kann ich einfach nicht sagen, weil ich sie nicht mehr ausprobiert habe. Also, mir ist zu der Zeit dann hin und wieder mal das Statefile weggeflogen. So, dann sitzt du da und musst wieder von vorne anfangen. Das war alles nur Testinfrastruktur, glücklicherweise, so, aber das hat einfach nicht so diesen ja, Grad an Erwachsenheit, den ich irgendwie benutzen will, irgendwie in meiner Infrastruktur, und deswegen haben wir es gelassen. Ja, um nochmal auf Terra, irgendwie AWS irgendwie zu sprechen zu kommen. Also das Ding ist, wenn ihr hier irgendwie euch sowas zusammenklickt, ja, und keine Ahnung, hier gibt es viele Felder, die sind mandatory. Wenn ihr Glück habt, gibt es am Ende irgendwie einen Fehler, wenn ihr dieses Feld nicht ausfüllt. Wenn ihr Pech habt, legt AWS einfach im Hintergrund die Ressource an, die es dafür benötigt, um dieses Feld zu füllen. Ja. Und dann müllt ihr euch eure Infrastruktur voll. Das ist unglaublich. Also ich habe vor 2 Jahren irgendwann habe ich im Warmo-Account von AWS mal so ein Elastic Beanstalk-Tutorial geklickt. So, ich weiß heute nicht, was es ist, aber ich weiß, dass vor einem Monat ein Arbeitskollege von mir die letzte Ressource entfernt hat aus der Infrastruktur, die damit irgendwie zusammenhängt. Ja, also das ist echt, also lange bevor wir irgendwie zu AWS migriert sind, hatten wir dieses Ding da schon rumfliegen und war echt anstrengend. Ah, jetzt sehe ich nicht, was für eine Folie als nächstes kommt. Ah ja, okay, cool. Also das ist jetzt irgendwie dann unsere Infrastruktur heute. Also die ist zu 95% mit Terraform gemanagt. Ja, also um kurz mal irgendwie ein bisschen drauf einzugehen, wir haben unten ein Management-Netz. Da sind irgendwie so Sachen drin wie, keine Ahnung, Monitoring, Configuration Management, was wir jetzt langsam loswerden wollen. Backup, Log-Aggregation, damit die Entwickler irgendwie schön Einsicht haben in ihre Logs und so weiter. Und ich weiß nicht, wer von euch benutzt AWS? Einer, zwei, drei, vier. Oh je. Okay, also VPCs sind Virtual Private Clouds. Das ist im Grunde so eine logische Einheit innerhalb von AWS, wo ich sagen kann, okay, das ist hier dieses Subnetz. Darin kann ich dann irgendwie Sachen machen. Also Netze anlegen, irgendwie ich kann die Public machen, ich kann die Private machen, ich kann Hosts anlegen, ich kann sowas machen wie Autoscaling Groups. Das bedeutet einfach nur, dass das AWS irgendwie dafür sorgt, dass irgendwie von einem bestimmten Machine Image, also eine bestimmte Version eines Images, immer irgendwie N-Instanzen da sind. Ja, und sowas. Also das ist quasi so eine geschlossene Einheit, die man irgendwie benutzen kann. Um jetzt irgendwie VPCs miteinander zu verbinden, gibt es dann irgendwie VPC-Peering, das ist so das in der Mitte, und da kannst du dann auch irgendwie noch sagen, okay, pass mal auf, nur folgender Traffic darf durchgehen. Ja, und im oberen Teil sehen wir halt im Grunde den Grund, warum wir Terraform eingesetzt haben. Infrastruktur, die irgendwie zu 95% identisch ist. Ja, also das sind einfach irgendwie VPCs, die können wir innerhalb kürzer Zeit jetzt anlegen. Also falls ein neuer Mandant kommen würde, müssen wir halt ein Verzeichnis kopieren, Terraform Apply ausführen und keine Ahnung, vorher vielleicht noch ein, zwei Variablen ändern, und dann haben wir dann... Schön, die undeployen zum Beispiel. Ja, natürlich, klar, ja. Zum Beispiel das, was ich zum Testen einfach mal machen will im AWS-Fall. Ja. Okay, ich bin normalerweise in Europa, aber wenn ich jetzt irgendwie zum Testen kann ich ja die billigste Region nehmen als Oregon, und dann ist gut. Ja, ja. Genau. Also zum Testen in AWS, um auch irgendwie Multi-Region-Zeug zu testen, kann man auch ist Terraform da irgendwie auch ganz nett irgendwie, ja. Und wenn man es günstig haben will, Oregon, habe ich gerade gelernt. Okay. Ja. Also wir haben im Grunde auch unser Ziel erreicht. Wir haben irgendwie unsere Kosten massiv gesenkt. Wir haben irgendwie hochverfügbare Datenbanken, eine für pro Mandant. Wir haben irgendwie hochverfügbare Load Balancer, einen pro Mandant. Das war genau das, was wir haben wollten. Sind wir irgendwie am Ziel angekommen. Versuchen jetzt natürlich irgendwie noch so, also die Migration war recht schnell, so deswegen müssen wir halt irgendwie noch ein bisschen aufräumen jetzt, aber ja. Eine Sache, die auch irgendwie so bei Terraform dann mitkommt, ist irgendwie, das ist irgendwie so ein Screenshot aus unserem Chat, Firmenchat, da, keine Ahnung, 11:50 Uhr gibt es dann hier einen Push irgendwie ins Warmo Infrastructure Repo, keine Ahnung, da wurde irgendwas an der Infrastruktur geändert, und dann kommt halt irgendwie, keine Ahnung, kannst du halt Terraform auch in dein Bildtool mit einbauen, so, und dann kommt halt Terraform morgens um 6 standardmäßig, immer mal rennt über irgendwie mit einem Read-Only-Account einmal über AWS drüber, guckt, ob alle Ressourcen noch so aussehen, wie sie aussehen sollen, und gibt dir dann halt irgendwie so eine Message. So, ja. Oder halt im Fehlerfall eine andere Message. Ja.
Gut, mir wurde gesagt, pass mal auf, Malte, wenn du einen Vortrag hältst, so, ey, dann überleg dir ein, zwei, maximal drei Punkte, die du irgendwie am Ende noch mitgibst, weil das andere vergessen die Leute eh, sobald sie den Raum verlassen. Ich habe mir gedacht, so, automatisiert das Management eurer Infrastruktur, ja. Also es ist möglich heutzutage, irgendwie, es funktioniert auch außerhalb von AWS, irgendwie mit OpenStack, macht's. So, und das war mir dann nicht kurz genug, deswegen habe ich gedacht, irgendwie automatisiert, wuhu. Ja, das war's. Falls noch Fragen sind, ist jetzt der Dankeschön. Ich habe drei Fragen. Vier. Um Gottes Willen. Wir fangen hier an. Ja. Entschuldigung. Du hast erwähnt, dass ihr Ansible probiert habt. Ja. Kannst du mit Terraform-Engineer so diese Maschinengenerierung und so, und dass Ansible dann viel macht, hinten dran irgendwie Konfigurationen nicht so sehr, oder? Die Frage war, wofür wir Ansible eingesetzt haben oder warum wir es für konnten. Mit Terraform Ansible komplett ersetzen kann oder wo da. Achso, ja. Die Frage war, ob man mit Terraform Ansible ersetzen kann. Also das Ding ist folgendes. Terraform ersetzt ja nicht irgendwie, also Terraform ist ja auf Infrastrukturebene. Ansible, Chef, Puppet, Salt, die können das alle auch. Ja, aber das heißt nicht, dass sie es besser machen. Deswegen, also nein, also Terraform ersetzt auf keinen Fall Ansible oder sonstige Tools. Ich meine, die fürs Weiterkonfigurieren auf der VM, es sind die Tools auf jeden Fall wesentlich angenehmer irgendwie zu bedienen, als wenn du da so ein Cloud-Init-File schreibst, wo du dann, ja, keine Ahnung, ja, ein Cloud-Init-File, ich meine, macht keinen Spaß. So, ja. Ist das auch eine Frage vielleicht vom Anwendungsfall? Ja, natürlich, also, klar. Ich meine, man kann sich durchaus sagen, okay, man kann durchaus Ansible ersetzen, weil man sagt, okay, ich habe eh den State von meinem, wie ich meine VMs baue, komplett alles. Ich kann direkt, mal, bevor ich die VM deploy, sie einfach mal direkt bauen und deployen. Genau. Dann brauche ich ein Ansible mehr. Ja. Also das haben wir jetzt mittlerweile. Haben wir in den Mandantennetzen genauso umgesetzt. Also wir haben, da laufen VMs, die haben keine großen Anforderungen. Da muss im Endeffekt der AWS Code Deploy Agent laufen, und damit wir halt irgendwie deployen können. Und ansonsten bauen wir einmal im Monat irgendwie, weiß nicht, Anfang des Monats halt mit Packer ein Image. Da wird grundlegend irgendwie der Code Deploy Agent konfiguriert und dann schmeißen wir das einfach in die Infrastruktur rein. Ja. Genau, bei dem Use Case, also ich habe halt den Fall, ich muss ja mal 10 Tage eine VM neu deployen. Weil es gibt halt keine Updates. Ja. Alle 10 Tage neu deployen, wenn du PCI-DSS machst. Also du hast immer eine komplette Konfiguration von deinem Packer gebaut und hast einfach deployed. Ja. Ist ein Traum, oder? Ja. Also, ja. 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 Packer hast du, glaube ich, schon mal einen Vortrag gehalten. Cool. Da waren noch weitere Fragen. Bitteschön. Genau, du hast jetzt relativ viel über halt AWS gesprochen und hast ja alles Cloud vorbei. Genau. Tut mir leid. Ich bin mir immer noch, also ich habe es ja schon mal angeguckt, aber wie sieht es aus mit Terraform in Bare Metal Situationen, wo du halt on-premise deployen möchtest? Okay, Terraform und Bare Metal, keine Ahnung. Ja. Und was meinst du mit on-premise? Also, ich habe meine eigenen Bare Metal Hosts und möchte damit Sachen machen. Okay. Vielleicht auch VM oder so. Ja, also hier für den VMware Cloud Director und VMware vSphere kannst du was kriegen. Also welche API soll Terraform ansprechen, wenn du deine so eine Hardware-Server hast? OpenStack wäre auch eine Variante. Also wenn man ein kleines OpenStack hat, wäre das möglich. Dann auch das darüber. Ja. Es gibt einen Web-Provider, aber der ist halt nicht Version aktuell. Okay, also ist das hier so ein Community-Provider-Projekt? Okay. Sonstige Fragen. Bitteschön. Die Konfiguration von Terraform ist ja doch sehr provider-spezifisch. Ja. Ist eine Geschichte oben drüber, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier ein Setup, das kann ich einmal auf AWS rennen lassen, das kann ich einmal woanders rennen lassen. Oder scheitert es allein eben an diesen sehr spezialisierten APIs, die von AWS oder je nachdem auch kommen? Das ist für mich. Also mir ist es nicht bekannt, aber... Also wir haben Gott, okay, Entschuldigung. Die Frage war, ob man anbieterübergreifend, ich spreche nur kurz ins Mikro rein, anbieterübergreifend Terraform Code schreiben kann. Habe ich das richtig verstanden? Provider-unabhängigen Code, ja. Ist mir nicht bekannt. Also den...
gelesen, dass die Konzepte einfach an manchen Stellen so unterschiedlich sind. Und dann denke ich, liegt wahrscheinlich auch daran, dass die einzelnen Module halt von verschiedenen Leuten auch geschrieben waren. Da müsste wohl jemand hergehen und müsste das wahrscheinlich von Haus aus nochmal schreiben. Ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Also wir haben halt einen Feier, wir hatten halt OpenStack als primär, aber halt in verschiedenen Varianten und haben halt dann schlichtweg einfach unseren OpenStack-Provider geforkt und dann entsprechend so lange gepatcht, bis der halt auf den ganzen VMware und Red Hat OpenStacks funktioniert und haben halt parallel noch Google Cloud und AWS benutzt. Das sind also die vier Provider gewesen, sag ich mal, zwei verschiedene OpenStack-Varianten. Das geht, man muss sich halt auf einen gewissen Subset von sozusagen User-Variablen beschränken, die dann sozusagen provider-spezifisch sind. Und der Rest, wo dann halt so global ist, quasi sagen, okay, ich will, was weiß ich, immer irgendeinen Load Balancer und dann will ich irgendwie eine Anzahl von Datenbanken vor allem, eine Anzahl von Frontend und Backend vor allem haben und dann darauf irgendwie ein Kubernetes ausrollen. Das geht. Aber es sind ja allein, das heißt, ihr müsst dann im Prinzip die Funktionen oder wie das Zeug heißt, also die Bezeichner, die müsst ihr auch variabel halten, weil die unterscheiden sich ja auch. Also klingt nicht nach einem Wochenendprojekt. Nee, okay. Da war noch eine Frage. Entschuldigung, ist die Frage, Entschuldigung. Ja, okay, cool. Du hattest noch eine Frage. Du hast jetzt das Main-File, Main-Tail-File gesehen. Ja. Wir haben über das State-File gesprochen. Kannst du mal so eine Struktur aufzeigen, wie die... Natürlich. Also nicht nur vom Main-File, sondern was für andere Files da vielleicht noch gibt. Ist mit dem Main-File alles erledigt? Die Frage war eher so eine Aufforderung, mal den Code zu zeigen und auch das State-File zu zeigen. Ist das korrekt? Ja, oder auch mal die Struktur, die ich halt aufbauen kann. Die Struktur? Ich habe auch mehrere vielleicht so unten drunter verlinkt, wie das aussehen könnte. Okay, also einmal, was es gibt, sind Module, wo du dann irgendwie Funktionalität irgendwie so ein bisschen abstrahieren kannst. Ja, also wir könnten jetzt irgendwie aus den Sachen, die wir hier geschrieben haben, könnten wir ohne Probleme ein Modul machen. So, dann hast du schon so eine Abstraktion. Wenn du jetzt irgendwie so mit irgendwie Vererbungen von Variablen arbeiten willst, weiß ich nicht. Also wir benutzen von Anfang an TerraGrunt. Ich habe jetzt selber erst gelernt, dass vor kurzem Terraform auch die Funktionalität zumindest von Teilen davon irgendwie unterstützt. Und das bietet dir halt die Möglichkeit, in einem Verzeichnis quasi irgendwie ganz oben irgendwie eine Variable zu deklarieren und das halt durch verschiedene Verzeichnisse durchzuziehen. Ist das ungefähr das, also ich meine, weil du eine Frage zu einem State-File geschrieben hast? So ungefähr vergleichbar. Also wenn man die Puppet-Geschichte kennt, man kann halt sozusagen verschiedene Environments anlegen und kann sagen, okay, ich habe hier ein AWS, ich habe hier ein Google Cloud und ich habe hier ein OpenStack und ich habe da jeweils meine entsprechende Definition in dem entsprechenden Unterverzeichnis drin liegen. Das ist zum Beispiel so ein... Okay. Aber beantwortet das deine Frage? Also ich habe den Schwenk von State-File, Main-File noch nicht so ganz zu deiner Frage verstanden. Ja, also passt das. Passt erstmal. Sollen wir uns trotzdem einen State-File angucken, weil du es gefragt hast? Ja? Ja. Grandios, ey. Müssen wir unbedingt mal einen Blick reinwerfen. wir haben das jetzt hier ausgeführt. Ganz kurz, die Ressourcen wurden angelegt. Ja, wenn ich jetzt irgendwie hier so einen Browser starte, oh Gott, was zur Hölle, ey. Ja, dann kann ich hier auf foo.w9f auf Port 8080 jetzt den Webserver erreichen, ey. What? Cool, oder? Während des Meetups. Wow. Ja, dann haben wir hier eine Datei, die heißt terraform.tf-state. Die wird angelegt, sobald wir irgendwie unseren Code ausgeführt haben. Und die sieht dann so aus. Ja, also, keine Ahnung. Gut, da ist jetzt das Cloud-Init noch mit drin, so deswegen ist das hier in diesen Zeilen ein bisschen mehr. Aber im Großen und Ganzen, sind da irgendwie alle unsere, also hier ist das DigitalOcean Droplet VM, da sind halt noch ein paar Informationen dazu, depends on, ja, also schon auch direkt der Abhängigkeitsbaum mit drin, mit den ganzen Informationen, die wir irgendwie da... Alle ja. IDs, die wir hier anlegt, die ja vorher nicht befüllt waren, wo du dieses Supply gemacht hast, sind das quasi auch die, also alle Werte, die wir abfragen können, weil du hast ja vorhin diesen Code gehabt und dann Punkt IPv4 underscore Adresse, das spielt ja genau den Punkt wieder. Das heißt, alle Values kann ich, die hier gefüllt werden, kann ich auch hier in dem Format so nutzen. Ja, die Frage war, ob man die ganzen, also was hier rechts in dem Bereich Attributes steht, kannst du benutzen.
ob man die innerhalb von Terraform in den Terraform HCL-Konfigurationen benutzen kann. Soweit ich weiß, ja. Ja, also wir hatten ja vorhin eine ganze Liste an Informationen gesehen, auf die du zugreifen kannst und die kannst du größtenteils auch abfragen. Ob es jetzt alle sind, kann ich dir nicht versprechen. Ja, also ich habe selten den Fall, dass ich alle brauche. So, es juckt mich nicht so ganz, was da irgendwie alles in den VMs drin rumschwingt. Ja. Sonst noch Fragen? Cool. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn noch jemand Fragen hat, also wir haben gegrillt draußen auf dem Balkon, die Jungs haben auch so ein Farms abgegeben. Also ich nehme an, es ist fertig. Ihr dürft euch auch gerne noch Bier nehmen oder sowas. Ich wollte dem Malte noch kurz Danke sagen, weil wir es von automatisiert haben. Ein Zynix Automate. What? The Shit Out of It T-Shirt. Cool. Wie gesagt, wir haben auch noch andere Größen, wenn es nicht passt. No, das geht schon. Einfach nochmal vorbei oder so. Wie gesagt, wenn ihr auch Bock habt oder was Geiles in eurer Firma macht, wo ihr denkt, das wäre was, mal drüber zu sprechen oder irgendwie ein cooles Thema habt oder vielleicht sagt, ich würde mich gerne mal über DevOps-Philosophie unterhalten oder sowas, kommt gerne auf mich zu, dann können wir irgendwie einen Termin anlegen. Wir haben noch zwei andere Firmen, die das Ding auch hosten, da können wir uns ein bisschen abwechseln. Wir können es vielleicht auch irgendwann mal hier machen oder bei euch, wenn ihr mitmachen wollt, wenn eure Firma Bock hat, auch zu grillen für viele komische Leute. Und ansonsten, ja, wie gesagt, bleibt gerne noch ein bisschen, wir können uns noch ein bisschen unterhalten. Wir können sicher auch dem Malte doch noch abgefahrene Fragen stellen. Wie kommt man noch an so ein T-Shirt? Der Malte hat es eins bekommen für seinen Vortrag. Vielleicht. Genau, ich habe HashiCorp noch so ein paar Sticker aus den Rippen geleitet. Habe ich vorhin schon gesagt, die liegen da draußen auf dem Tisch. Da liegen auch noch so Automate-Sticker. Könnt ihr auch auf euren Laptop kleben und mit. Oh, jetzt wird es ganz, jetzt mal zu verwerben. Also einfach, genau, draußen gibt es, in der Küche gibt es hier, habt ihr alle schon gesehen, auf dem Balkon gibt es bratlos so einen vegetarischen Halloumi-Grillkäse und dann Feuer. Viel Spaß. Also, ich bin mal hier mal ehrlich. Danke. Ich bin aber ein bisschen.